Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 17 The Journey. Ja, gestern war mal wieder Alex chancenlos da und heute machen wir mal Schießen wieder als Trainingstag. Und das auch verdient. Another day, another practice. Let's get on with it. Na los. Long range shots. When we're away. Nothing silences the home supporters like a stunner from 20 yards out. Ja. Los geht's. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Komm. Sehr gut. Ah, Latte, aber das trotzdem das Ding getroffen. Sehr schön. Wieso schaffe ich das hier im Training immer? Wieso? Schon wieder. Boah, immer nur in Winkel. Ja, aber im Spiel schaffe ich gar nichts. Ja, schon wieder. Alles klar. Schon wieder. Alles klar. Das ist jetzt so ein Distanzwert von 300 oder so. Tritt gegen Fernseher. Okay. Ball. Nein. Lol. Wie hätte er den aufgehalten? Ja. Da habe ich auch eine Ballkontrolle von 300 gefühlt. Ja. Okay. Den Ball nicht, Alter. What the fuck, Alter? Ja, wir kriegen ja auch genug Bälle eigentlich serviert, um daraus eigentlich auch Punkte machen zu können. So muss ich nur eigentlich Tore machen. Nee, ich mache keine Tore. Wie auch im Spiel mache ich hier keine Tore. Nö. Doch, lol. Egal, neuer Versuch. Latte und Tor, okay. Für eine Wolle gibt es natürlich direkt mehr Punkte. Lol, hä? Der wollte gerade schon sagen, der war doch ein Tor. Nö. Auch nicht. Lol, was mache ich da? Ich habe auch nicht so ein geiles Stellungsspiel da. Nice. Und Kirchhoff ist natürlich auch größer als ich. Nö. Hä? Der Keeper ist auch jetzt auf einmal Weltklasse, ne? Jawohl, komm. Nö. Jawohl, klappt doch. Sehr gut. Nö. Neuer Versuch. Ist wichtig auf jeden Fall, dass ich die anfangs alle reinmache. Weil, wenn die so von hinten kommen, dann kann ich das gar nicht mehr. Ja. Alles klar. Hier sammle ich jetzt eigentlich nur noch so 200er. Nice. Sehr schön. Ein Seitenfallzieher, glaube ich. Oder war das schon ein Fallrückzieher? Ich glaube, Seitenfallzieher. Pfosten. Okay. Schon mal B. Alter, ich treffe sogar den nicht, Alter. Selbst wenn ich frei bin, treffe ich den nicht.
Okay, B ist okay. Ich glaube, ich werde nicht besser als B schaffen, deswegen ist das schon okay. So. Sehr gut. Ja, wir sind immer noch Startelf. Ich glaube, der will uns auch nicht in der Startelf haben, wie er uns ja schon gesagt hat. Na gut. Ich habe Hunter noch als Junior gesehen. Guter Mann, aber nichts Überraschendes. Überragendes. Hoffentlich liege ich falsch, aber ich fürchte nicht. Hunter steht diese Woche offenbar im Team. Der Verein gibt wohl der Jugend eine Chance. Sunderland heute gegen auswärts gegen Tottenham. Alle Augen ruhen auf Alex Hunter. Heute steht der Auswärtsspiel gegen Tottenham an. Ich habe nur Augen für Hunter. Spieltag. Go, go. Hunter. Na gut. Dann wollen wir mal schauen. Wir sind sogar Dritter momentan, was für Sunderland echt gut ist. Sie werden wechseln. Halbe Stunde vor Schluss. Halbe Stunde vor Schluss. Ja, und Sie müssen was tun, wenn Sie hier nicht verlieren. 7-0. Und natürlich. 5 Zweikämpfe und gewinne das Spiel. Vielleicht kann der das Ding noch irgendwie drehen. Okay. 5 Zweikämpfe und gewinne das Spiel. Wo sind wir? Linkes zentrales Mittelfeld. Okay. Wow. Chance vertan. Toll abgefangen, okay. Ja, aber leider nicht behauptet. Ben Davis. Ben Davis. Ja, das war meine Position. Ich weiß, ich weiß. Du, gib mir den Ball, gib mir den Ball. Ich möchte jetzt mal ein Tor schießen, Alter. Ein Tor musst du auch irgendwie schießen können. Komm. So hält er diesen scheiß Ball die ganze Zeit, Alter. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und ich habe immer noch keinen scheiß Zweikampf aus Gewicht geführt. 20 Minuten noch. Wanyama. Jawohl. Perfekt. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch. Schlechtes Timing. Fick dich doch. Wird's jetzt gefährlich? No, und ich laufe dran vorbei. Den Ball spielt er gut. Da ist der Ball weg. Komm, lauf, 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 lauf. Super Flanke. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Puh. Oh, 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 Mann. Was soll ich, wie soll ich den Ball laufen lassen, wenn ich von 5 Leuten umzingelt bin? Wie? Das können Sie die Defensive überraschen. Mit der Faust kann und er wieder gehen. Nicht. Ich bin mal. Ich weiß gar nicht, ob ich verletzt. Verletzt werden kann. Ist natürlich auch wieder was. Wenn man verletzt wäre. Und er gewinnt den Zweikampf. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. 10 Minuten sind noch. Komm schon, 10 Minuten, Alter. Komm schon. Das gibt Einwurf. Meine Güte. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Links Mittelfeld. Neue Position. Sehr gut reingespielt. Was war das, Alter? Hunter regt mich voll auf, Alter. Oh, jetzt werden sie wechseln. Kone für Oshi. Okay. Links zentrales Mittelfeld wieder. Spiel geht jetzt in schlechtes Timing, das war klar. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Jetzt wird's gefährlich. Guter Pass, komm. Und er bringt den Ball rein. Der Abwehrspieler ist da. Mann! Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen.
Was macht der, Alter? Ich hasse das. Das sind halt so Nulpen. Und Eriksen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Boah. Puh. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Nun, Eriksen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gutes Tackling. Das Spiel endet mit 1:0. War nicht gut. War nicht gut. Das war's. Scheiße. Schöne Zweikampfarbeit, so will ich es sehen. Stürze dich nicht immer Hals über Kopf in die Zweikämpfe, dränge deinen Kontrahenten ab und versuche ihm den Ball abzunehmen. Gar keine Boni erfüllt. Spielbelohnung, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Auch gar nichts. Follower ein bisschen. Attributzuwachs ein bisschen, ah, nichts Besonderes. Wow. Da auch nur ein bisschen 64er Gesamt. Also ich als Trainer würde mich ja auf jeden Fall nicht spielen lassen. Eine Schande! 1:0 gegen Tottenham. Ich dachte, Alexander holte uns den Sieg. Weit gefehlt. Alexander, das Wichtigste an einer Niederlage ist die Lektion, die man durch sie lernt. So eine Niederlage vermiest jedem Sunderland-Fan die Laune. Ich will mehr von euch sehen. Schande. Tschüss. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir haben heute schon wieder nichts gerissen gekriegt. Ich weiß nicht, was los ist. Ja gut, dann würde ich sagen, bis morgen. Haut rein. Ciao.